Go-Go Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. So Leute, da bin ich wieder und diesmal habe ich was ganz Spezielles. Mein Freund Dübel hat mir was zugeschickt, aber diesmal ist es keine Taschenlampe, sondern etwas anderes. Ich habe selber keine Ahnung, wie man sowas vorstellt, also bleibt einfach dran und es geht los. Dübel! So, kommen wir zum Portemonnaie von meinem Freund Dübel. Ich habe selber noch keine Ahnung, wie man so ein Review über ein Portemonnaie macht. Ich kenne mich nur mit Taschenlampen aus, aber der hat mich gefragt, willst du mein Portemonnaie von mir testen? Ich habe gesagt, ja klar, probieren wir doch mal aus. So, hier haben wir erstmal diese formschöne Packung. Dübel 1918. Ob es den Kollegen wirklich seit 1918 gibt, keine Ahnung. So, packen wir mal aus. Hier ist das Portemonnaie nochmal eingepackt. Hier nochmal Dübel 1918. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es den Kollegen so lange gibt. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Mir geht es erstmal hier um das Portemonnaie. Ich packe das mal aus und dann gucke ich mir das gute Stück mal an. So, hier haben wir nochmal Dübel 1918. Hier von der anderen Seite. Ich zoome mal eben einen Tacken raus. Also von der Wertigkeit her fühlt sich das gut an. Ich nehme mal eben eine Nase. Riecht nach echtem Leder, würde ich mal sagen. So. So, das gute Stück ausgepackt. Wir sollen hier insgesamt Möglichkeit haben, 12 Karten unterzubringen. Ja, das könnte hinkommen. Hier ist... Kann man Personalausweis unterbringen? Hier kann man Kleingeld reintun. Und hier haben wir das Fach für Geldscheine. Ich gucke hier nochmal rein. Hier sieht man auch nochmal diese Nähte. Optisch macht das Portemonnaie auf jeden Fall was her. Fühlt sich wirklich gut an, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich probiere jetzt mal Folgendes aus. Ich werde jetzt mal von meinem alten Portemonnaie die Karten reintun und mal gucken, ob alles reinpasst. Ich mache mal eben hier kurz einen Schnitt. Hier nochmal ganz kurz im Vergleich mein altes Portemonnaie. Das hat schon gut gelitten. Hier sieht man auch etliche Karten. Hier das Kleingeldfach. Ich habe hier auch eine etliche Karten drin. Hier das andere Portemonnaie. Das ist wesentlich kleiner. So, dann gucken wir mal, ob die Karten reinpassen. Bis gleich. So, hier habe ich nochmal das alte Portemonnaie. Ich zeige das mal eben ganz kurz. Das ist halt schon wirklich in die Jahre gekommen. Und hier das neue vom Dübel. Gucken wir mal, ob das mit den Karten passt. Ich mache es erstmal auf. Ich habe jetzt hier drei Karten. 1, 2, 3. Sollte man erkennen. Hier noch eine Karte. Da auch noch eine Karte. Hier in dem Fach habe ich jetzt nichts drin. Hier sind auch nochmal 1, 2, 3, 4 Kärtchen. Hier das Fach vom Personalausweis. Ich habe das jetzt mal ein bisschen getuned, weil ihr müsst ja nicht wissen, wie ich in Wirklichkeit heiße. Meiner Meinung nach könnte das ein bisschen fester sitzen, aber es ist in Ordnung. Man kann zumindest sehen, okay, hier ist der Perso, das passt. Das Kleingeldfach. Dürfte für mich ein bisschen größer sein, aber man kriegt ordentlich Kleingeld rein. Mit dem Reißverschluss kriegt man das auch wieder gut zu. Hier das große Geldscheinfach. Ich habe das leider keine Geldscheine, da gerade zu Hause. Ich habe mein ganzes Geld für Taschenlampen ausgegeben, aber ich denke, hier ist auch ordentlich Platz für Geldscheine.
Hier auf der Seite auch nochmal Karten. Hier haben wir nochmal eine Karte. Dann noch eine Karte. Hier ist meine Rennlizenz. Ja, ich bin Rennfahrer oder auch nicht. ja, wie viele Karten haben wir jetzt insgesamt? Das muss ich selber mal zählen. Eine Karte, zwei Karten, drei Karten, vier Karten, fünf Karten, sechs Karten, sieben Karten, acht Karten, neun Karten, zehn Karten mit Perso. Hier noch eine Karte, da noch eine Karte. Also Karten könnt ihr en masse unterbringen. Was ich ein wenig suboptimal finde, ist mein Fahrzeugschein. Kriege ich nicht rein. Ich zeige das mal ganz kurz. So passt der Fahrzeugschein nicht rein. Von der Seite kriege ich den Fahrzeugschein auch nicht rein. Schiebe ich den jetzt so rein, würde ich ihn theoretisch knicken. Finde ich persönlich nicht so schön, den Fahrzeugschein zu knicken. Von der Seite passt er auch nicht rein. Tut man den Fahrzeugschein hier oben rein, guckt er raus. Zeige das mal eben ganz kurz. Finde ich nicht so schön. Das ist das eigentlich das einzig Negative, dass ich den Fahrzeugschein hier nicht reinkriege. Ansonsten ist das Portemonnaie wirklich schön kompakt. Hochwertig meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich kenne mich mit Portemonnaies überhaupt nicht aus, aber optisch macht das was her. Auch das Leder, also meiner Meinung nach scheint das wirklich echtes Leder zu sein. Das Ganze ist irgendwie so ein Crazy Horse Leder, nennt sich das, glaube ich. Dass das mit der Zeit, also kriegt das Kratzer und sowas und ich sag mal, kriegt so eine Patina, das Portemonnaie lebt und wird mit der Zeit quasi schöner, so wird es zumindest beworben. Insgesamt ist das Portemonnaie ziemlich schön kompakt. Ich mache es nochmal zu. Mir persönlich gefällt das Portemonnaie sehr gut. Auch hier mit dieser Gift- oder Geschenkbox kann ich nur sagen, Daumen hoch. Ist ein wirklich schönes Portemonnaie. Und jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, was kostet das Ganze. Ich zeige es mal eben ganz kurz. Kriegt man hier im Shop von Dübel für 23,99 €. Finde ich persönlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wirklich gut. Wenn ich überlege, dass ich hier für mein altes Portemonnaie auch so bestimmt einen 20 bezahlt habe, wenn nicht noch mehr. Und ja gut, das hat schon gelitten. Wie das Portemonnaie über die Zeit aussieht, wird sich zeigen. Ich hoffe, euch hat mal diese Vorstellung vom Portemonnaie gefallen. Lasst es mich wissen. Wie gesagt, ist meine erste Vorstellung von Portemonnaie. Normalerweise kenne ich mich ja mit Taschenlampen und sowas aus. Aber ich bedanke mich nochmal an Dübel. Und ja, würde zum Schluss noch sagen, Go Go Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers.